Auf Holzklopfen bringt Glück. Glück braucht man fürs Wetter vom Schwandorfer Weihnachtsmarkt. Denn hier auf dem Bauhof in Schwandorf, Sie sehen es auch gerade im Hintergrund, werden die neuen Buden zusammengebaut und elektrifiziert, bevor sie dann auf den Weihnachtsmarkt, sprich auf den unteren Marktplatz kommen. Wir haben uns natürlich vorher umgehört, wir haben mit den Organisatoren gesprochen und wir sind auch mit dem Programm voll dabei. Und das alles sehen Sie wie immer in der nächsten Ausgabe von Ostbayern sehen und hören bei Ostbayern HD. Und wir haben uns in eine dieser neuen 23 Buden reingestellt und haben uns da natürlich auch gleich sozusagen die Organisatoren mit an Bord geholt. Neben mir steht Johann Jäger, der Gerhard Engel und der Georg Duschinger. Ich fange mal kurz hier an. Seit wann seid ihr jetzt schon im Vorbereitungsstress für diesen Weihnachtsmarkt 2016 in Schwandorf? Also wir haben heuer im Sommer angefangen und Rahmenprogramm selber ist ab Herbst, ab September losgegangen zum... Und jetzt haben wir gerade schon im Vorgespräch ein bisschen geschaut, da frage ich mal kurz den Gerhard Engel, wie viele Mitwirkende habt ihr denn jetzt da? 23 Buden, das ist ja jede Menge Programm. 23 Buden und 15 Beschicker haben wir festgestellt. Also der eine oder andere hat zwei bzw. drei Buden, aber 15 Teilnehmer sind wir, 15 Vieranten. Und ihr kennt euch ja auf dem Schwandorfer Weihnachtsmarkt auch schon seit Jahren sehr gut aus. Wie stehen denn die Chancen? Haben wir eine Chance auf einen schönen, guten Weihnachtsmarkt heuer? Was sagst du? Ja, mit Sicherheit, weil wir ja also wirklich schon erst einmal von der Erfahrung schon mal zählen und wir wirklich auch ein gutes Team haben und machen das alles, dass sich der Schwandorfer auf unserem familienfreundlichen Weihnachtsmarkt wohlfühlt. Das einzige Problem ist das Wetter, das kommen wir nicht, aber das werden wir natürlich einen Brief nach oben schicken und dann passt alles. Wenn wir jetzt dann noch alles neue Buden, neue Herausforderungen, neue Ideen, aber wir werden sie bringen, mit Sicherheit. Und das Programm selber, das schauen wir uns jetzt dann natürlich live und vor Ort für Sie von Ostbayern HD an. Und wenn Sie sich informieren wollen, wann was auf den Bühnen und auf den Buden passiert, dann schauen Sie ins Internet unter weihnachtsmarkt-schwandorf.de.